Ja, ich warte immer noch darauf, dass mal eine Partei ankommt, der wirklich ihre Ziele wichtig sind, wie nicht im Sichtfeld. Der wirklich ihre Ziele wichtig sind und nicht die Macht per se. Ne? Aber ob wir das jemals erleben werden, ach, ich weiß nicht. Jetzt habe ich heute im Spiegel gelesen, jetzt ist ja wieder so eine neue rechtspopulistische Partei am Kommen, die im April gegründet wird, wo angeblich hauptsächlich Menschen über 50 drin sein sollen, betucht. Wenn ich es noch richtig weiß, ist es die alternative Partei dann. Oh, Inventar ist voll. Nicht so schön. Schmeißen wir ihn weg. Schuh schmeißen wir weg. Na gut, den Rest brauchen wir da auch nicht. Ja, und denen geht es hauptsächlich darum, aus dem Euro rauszukommen. Und so Sachen. Was sie noch an Programm haben, keine Ahnung. Wird, was weiß ich, wahrscheinlich so ein bisschen nach rechts gerückte FDP werden. Schätze ich mal, wenn das hauptsächlich um besser, um gut betuchte Leute geht. Ich meine, es gibt viele Parteien, ne? Sehr viele Parteien. Die Autofahrerpartei, es gibt die Grauen Panther, etc. pp. Ich glaube, Graue Panther heißen sie, die alten Partei. Ja. Ich warte ja immer noch darauf, dass es mal eine Volkspartei gibt, die sich wirklich um das Volk kümmert. Und ja, mit der alle zufrieden sein können. Ich meine, es muss doch möglich sein, um Gottes Willen Arm und Reich zusammenzubringen. Ja, dass die Armen eine gute Absicherung haben, dass sie nicht auf der Straße landen und dass die Reichen sich auch wohlfühlen. Ne? Ohne jetzt Spitzensteuersatz von 50% und drüber oder so Geschichten. Ne? Ich meine, ganz ehrlich, wer von euch würde gerne 50% seines Vermögens abgeben? Niemand. Da geht's euch nicht anders wie reichen Menschen. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Verstehe ich voll und ganz. Ich denke, man würde besser zurechtkommen, wenn man man den Reichen ein bisschen weniger Geld abnimmt. Ja? Ich denke, da würde im Endeffekt sogar mehr dafür rumkommen. Denn ich denke mir, wenn der Spitzensteuersatz nicht so hoch wäre, würden nicht so viele Leute ins Ausland flüchten und da ihr Geld quasi bunkern, sondern würden mehr Leute hier ihre Steuern zahlen. Was ich persönlich auch gut finden würde, ehrlich gesagt, wären staatliche Firmen. Ja. Wirklich Firmen, die ja, arbeitslose Menschen einstellen. Und die so wie normale Firmen auch Sachen produzieren. Sei es jetzt Exportgüter, um die Staatsfinanzen etwas aufzubessern. Oder Sachen fürs Inland. In dem Fall wäre es halt wichtig, dass man schaut, dass die staatlichen Firmen nicht den privaten Firmen den Rang ablaufen. Ja, denn es darf nicht das Ziel sein, irgendwann nur noch staatliche Firmen zu haben. Das wäre ein Fehler. Aber ich fände es wichtig, dass beispielsweise der Verbraucher dann entscheiden kann, okay, möchte ich Ware, die hauptsächlich maschinell gefertigt wurde, oder möchte ich Ware haben, die hauptsächlich von Menschenhand gefertigt wurde. Dass man quasi sagt, okay, man wirkt der Tendenz etwas entgegen, dass immer mehr Leute entlassen werden und immer mehr durch Maschinen ersetzt, weil es einfach günstiger ist. Und so kann eben der Konsument dann auch direkt was gegen Arbeitslosigkeit tun, indem er eben Firmen unterstützt, die mehr auf Manpower setzen, statt auf Maschinen. Fände ich eine sinnvolle Möglichkeit. Vor allen Dingen würde man würde dadurch sparen. Denn durch eine staatliche Firma verdient der Staat erstmal Geld. Dadurch, dass er die Produkte, die hergestellt werden, entweder verkauft oder exportiert. Ne? Gut, exportieren ist auch verkaufen. Ja. Dass er es halt verkauft oder ja, oder verwendet. Man kann ja beispielsweise auch Gebrauchsgegenstände im alltäglichen Leben,
Ja, Straßenbau, sagen wir Straßenbau beispielsweise, ja. Das würde ja auch dem Staat nutzen, wenn man dann sagt, okay, wir beschäftigen jetzt keine Straßenbaufirma, sondern wir bauen jetzt mit unserer Firma die Straße selber. Dadurch hätten sie Einnahmen, arbeitslose Menschen würden unterkommen, hätten ein Einkommen und der Staat würde dadurch nochmal sparen, dass er eben den Leuten kein Arbeitslosengeld bezahlen muss, ohne eine Gegenleistung dafür zu bekommen, ja? Weil die Leute hätten ja dann Arbeit. Soll natürlich jetzt nicht in Zwangsarbeit und so, ne? Also, ja, ihr wisst, was ich meine. Nö, sowas fände ich gut. Sowas fände ich wirklich gut. Oder dass man sagt, okay, man subventioniert, beziehungsweise man bietet Firmen Steuererleichterungen. Sagt, okay, hört mal zu. Wir möchten, dass ihr pro, also bei so und so viel Umsatz, so und so viel Mitarbeiter habt. Ja, wenn ihr bei so und so viel Umsatz so und so viel Mitarbeiter habt, dann bekommt ihr so und so viel Prozent Steuererleichterung. Ja, das ist quasi für Firmen attraktiv machen, Menschen einzustellen und nicht Menschen rauszuwerfen. So Sachen. Denn die Steuererleichterungen, die kämen ja dann auch dem Staate zugute. Ja? Denn je mehr Arbeiter in der Firma eingestellt werden, umso weniger sind logischerweise arbeitslos. Und je weniger Arbeiter arbeitslos sind, umso weniger Arbeitslosengeld muss der Staat rausgeben. Ja? Und dieses gesparte Geld könnte er dann im Prinzip den Firmen an Steuern erlassen. Dadurch hätten die Leute Arbeit. Das Geld wäre wieder etwas gleichmäßiger verteilt. Die Kaufkraft würde steigen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie viel brauchen wir hier eigentlich noch, bevor ich hier. Ach, komm, da kann ich noch ordentlich reinhauen hier. Ja, also sowas beispielsweise. Das ist was, wo ich sage, okay, sowas sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass sowas sinnvoll wäre. Warum macht es keiner? Warum kommt kein Politiker darauf, wirklich mal zu sagen, okay, lasst uns doch mal sowas machen? Wie gesagt, ich habe manchmal echt das Gefühl, als ob die Politiker sehr, sehr weit von den übrigen Menschen entfernt sind, ja, und überhaupt nicht mehr wissen, was eigentlich so die Menschen bewegt, ja, und was abgeht. Da wird Weltpolitik gemacht und Wunder weiß was. Und man merkt nicht mehr, was im eigenen Volk abgeht. Deswegen würde ich auch, wenn ich Bundeskanzler wäre, beispielsweise, ja, kann er nie wissen. Ja, wenn ich Bundeskanzler wäre, dann wäre es mir wichtig, dass ich weiß, was bewegt den normalen, einfachen Menschen, was bewegt den Bürger draußen. Ja, und dann wäre ich ganz bewusst kein Fachmann für irgendwas, sondern einfach ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Ja, und würde sagen, okay, das ist ein Problem, das sollten wir beheben, das ist ein Problem und das auch. Und für die Lösung dieser Probleme, da würde ich mir dann Experten holen. Ja? Weil die müssen ja dann nicht am Puls der Bürger sein, quasi die Experten. Da reicht es ja, wenn ich dann sage, okay, hört zu, Jungs, Problem, wie lösen wir es? Was für Möglichkeiten haben wir? Na, und dann gucken, wie kann man es machen. Also so würde ich vorgehen. Jetzt, meine Güte, manche mögen jetzt die Hände im Kopf zusammenschlagen und sagen, Gott, der Mensch hat Vorstellungen, wie naiv, ja, meine Güte. Ne? Ich sehe es halt so aus meiner Warte heraus, ja, dass eben viel mit gesundem Menschenverstand möglich sein sollte. Und ja, ich finde, manche Dinge werden einfach viel komplizierter gemacht, als sie sind. Und ich denke auch, dass ganz bewusst den Bürgern vermittelt wird, ja, das sind Riesenprobleme, die lassen sich nicht so einfach lösen. Nein. Ja? Denn die Politiker müssen auch irgendwie rechtfertigen, dass sie Politiker sind, dass sie das Land quasi anführen. Ne? Wenn die Politiker sagen würden, ja gut, eigentlich habt ihr recht, das ist überhaupt nicht so kompliziert. Eigentlich könnte es jeder machen, weil ja, zumindest jeder mit einigermaßen gesundem Menschenverstand. Und das Problem, dann wird es ja keiner mehr wählen.
Dann würden die Leute sagen, okay, ja gut, wenn ihr sagt, wir können das, dann können wir das auch selber machen, dann brauchen wir euch nicht mehr. Und dann werden sie Rubbel die Katz selber auf dem Arbeitsamt, unsere Herren Politiker. Und dass die das natürlich nicht wollen, das ist mir klar. Deswegen, ich meine, man merkt es ja auch, ich habe noch keine große Heilung, ne, oder? Ich habe noch keine große Heilung. Ich dachte schon, wo ist meine große Heilung? Das kommt davon, wenn man jetzt Abend und einen mit Todesengel rumspielt, der schon alles hat, die schon alles hat. Ist eine Sie. Ja. Ihr merkt es auch, wenn ihr beispielsweise mit Arbeitskollegen sprecht manchmal. Es wird immer, die eigene Arbeit wird immer so hervorgehoben, als ob sie Wunder weiß, wie kompliziert wäre und es nur der Kollege halt, der darüber redet, wirklich richtig machen könnte. Alle anderen können das nicht. Wenn sie wollen, dass richtig gemacht wird, nur ich kann das richtig machen. Na? Und ihr wisst, ist meistens nicht so. Na? Und was Politik angeht, ist auch nicht so. Politik ist nichts anderes als zwei Leute reden oder sollten vernünftig miteinander reden. Also, so wäre es ideal. Na, wenn man zum Hollande geht und sagt, Hollande, hör zu, Alter, wie machen wir es? Na. Ja. Wäre man rechtzeitig jemand zum George W. gegangen und hätte mit ihm mal ein vernünftiges Wort geredet. Hätte gesagt, George W., wenn du so weitermachst, kommst du auf die stille Treppe. Dann wäre Ruhe im Karton gewesen. Geomanden brauchen wir noch. Ich sehe es hier durch das Ding, wo ich hier nichts sehe. Ja, das ist mir blöd angezeigt. Durch das CT wahrscheinlich. Naja, gut, ist es egal. Wir können es ja nachlesen. Ich glaube, ich schalte. Ich glaube, ich schalte das CT ab. Nächstes Mal, wenn ich mit Hild wieder am Aufzeichnen bin. Wie? Was? Inventar ist voll. Das geht immer gar nicht. Grober Stein weg. Ach so, ne, den brauche ich ja nicht zwingend. Longiermand, okay. Ja, super, mal eben durch die Wurzel gelaufen, oder wie hier. Komm, geh weg, du. Da hole ich mir halt woanders. Was haben wir hier noch? Dornwirker. Mal gucken hier. Noch zwei Wassersucher und vier Geomanten. Ich sag's ja mal, wir könnten in so einer schönen Welt leben, wenn die Leute mal ihren Menschenverstand einschalten würden. Öfters mal. Mal über den eigenen Tellerrand hinausgucken und sich nicht nur für sich selber interessieren. Ja. Aber uns geht's ja noch gut. Schon wieder viel abgehandelt, du Amerika, George W., Folter, Politiker. Ich kann nicht mehr tragen. Komm, hab dich nicht so. Tja. Vielleicht werden die Leute ja irgendwann mal klug. Naja. Ich hoffe mal, es werden noch ein paar mehr Leute klug. Alle werden nicht klug werden. Das ist. Aber solange Menschen sich für Dinge interessieren und nicht immer nur weggucken, so lange besteht noch Hoffnung für uns. Tja, also weniger RTL schauen. Ne, Familienbrennpunkte und so weiter. Und ein bisschen mehr das reale Leben begutachten. Ne, Dinge hinterfragen. Internet ist ein Segen, liebe Leute. Ein Segen, weil du im Internet noch relativ ungefilterte Meinungen bekommen kannst und Tatsachen.
Früher konnte man sich noch auf ARD und ZDF verlassen, weitestgehend. Kannst du inzwischen auch nicht mehr. Die bringen auch immer öfters möglichst reißerische Berichte. Und ja, das ist das Problem. Ich schaue eigentlich gar nicht mehr fern. Weiß ich noch, schaue ab und zu mal Sportschau oder mal eine Spielshow abends. Was weiß ich, Schlag den Raab. Habe ich geschaut am Samstag. Also Brot- und Spiele-Sachen. Seichte Unterhaltung. Ja. Aber wirklich, ja, wirklich gute Sachen. Informative Sachen, wo du wenigstens sagen kannst, okay, da kannst du dich drauf verlassen, dass es stimmt. Nee. In vielen Reportagen, du merkst es ja auch, ja, da werden die Leute, die so interviewt werden und so, werden so lange unter Druck gesetzt, bis sie dann endlich das sagen, was der Reporter hören möchte. Ja, und teilweise mit Fragen wirklich dahin gedrängt, dass genau die Aussage fällt, die gewünscht ist. Oder noch schlimmer, Aussagen aus dem Kontext gerissen, ja, wo dann Teile von Sätzen zitiert werden, die zwar gesagt wurden, aber wenn du den ganzen Satz hörst, waren sie komplett anders gemeint. Ja, so, die Quest hier haben wir fertig, aber wir brauchen ja auch noch hier 12 Hauer. Die wollen wir schon noch mitnehmen. Achso, einen Talentpunkt können wir auch mal verteilen. Den machen wir hier rein, um Gedankenschlag noch weiter zu verringern. Die Castzeit, Abklingzeit. Castzeit oder Abklingzeit? Warte mal. Abklingzeit, okay. Ja. Leute, wisst ihr was? Lasst uns eine Kirche gründen und uns einfach alle lieb haben. So. Nee, lieber nicht. Ich glaube, wenn wir eine Kirche gründen und uns alle lieb haben, kommt irgendwann jemand und schießt uns Tränengas ins Wohnzimmer oder so, weil sie denken, wir sind eine Sekte und opfern Kinder. Ja, Menschen sind so. Irgendwie, wenn Leute nicht ganz so sind wie sie selbst, dann vermuten sie ja grundsätzlich erstmal das Schlimmste. Ja. Wenn einer auf dich zukommt und dich umarmt quasi, dann muss es ja ein Massenmörder sein. Es geht ja überhaupt nicht anders. Es springt einem ja ins Auge. Schade, schade ist schade, schade. Mann. Ich meine, man hört ja immer so die Schreckensachen, dass oh, Sekte und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Klar, es gibt Sekten, oh Gott, natürlich. Ja. Und wenn man da den Leuten eine Gehirnwäsche verpasst und sie in irgendwelchen Farben einsperrt und sie nicht mehr weglässt, ja, und so weiter, dann ist das eine böse Sekte. Da ist überhaupt keine Frage. Ja. Aber ich bin überzeugt, es gibt auch, was weiß ich, Gemeinschaften, Glaubensgemeinschaften, was weiß ich, die absolut harmlos sind. Ja, und trotzdem eben unter dem Terminus Sekte fallen, weil sie keine Glaubensgemeinschaften sind, beziehungsweise keine anerkannten Glaubensgemeinschaften. Alles, was nicht anerkannt ist, ist Sekte. Deswegen, Leute, ne, Sekte ist nicht gleich schlecht. Muss man so sagen. Außer sie heißt Scientology, dann ist es schlecht. Ja, falls ich Scientologen habe unter meinen Zuschauern, tut's mir leid, aber ja, ist so. Denn eine Glaubensgemeinschaft oder eine Sekte, die nicht schlimm ist, die sollte ihre Mitglieder ziehen lassen, ohne ihnen das Leben danach zur Hölle zu machen. Und auch nicht versuchen, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen und sich daran zu bereichern. Auch das sollte eine vernünftige Glaubensgemeinschaft nicht tun. Ja. Ich meine, die Zeugen Jehovas kenne ich zu wenig. Die kennt man eigentlich immer nur vom Nerven her. Wenn sie an der Tür läuten, sagen, wollen sie über Gott reden? Sag ich, nee, aber sie können gleich reden, sie besuchen ihn ja gleich. Nee. Dann gibt es dann noch die Neue Apostolische Kirche. Da weiß ich nicht, da war mal ein Klassenkamerad von mir, war in der Kirche. Ich weiß gar nicht, ob die Neue Apostolische Kirche unter Sekte?
Ich hatte mal irgendwie gehört, die soll nicht so astrein sein, aber pff, wie gesagt, da kann ich mir keine Meinung erlauben, weil die kenne ich nicht. Und auch die Zeugen Jehovas kenne ich, wie gesagt, nur von der Tür. Mit ihren Wachtürmen. Auch da weiß ich nicht, ob die Zeugen Jehovas unter Sekte fallen. Ich meine, ich bin sowieso nicht der gläubige Mensch. Ne? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es ein höheres Wesen gibt und ich fände es auch sehr tröstlich, wenn es so wäre. Aber ich weiß nicht, wie oft ich eine Kirche von innen gesehen habe. Noch nicht oft. Weil ich einfach dieses, ich mag dieses Vorbeten nicht. Ja? Dieses so Gebote. Und ja, vor allem, weil sich die Kirche also nicht, selber nicht an ihre Gebote hält. Ja. Und ich mag diese Gedankengänge nicht. Ich gehe zur Beichte und danach ist alles Paletti. Ja. Nee, nee, nee. Ich finde, man sollte so leben, dass man sich im Spiegel noch angucken kann, versuchen, bestmöglich miteinander umzugehen. Ja. Mein Schimpfen tut jeder mal. Das ist überhaupt kein Ding. Ja, ein Rappel hat auch jeder mal. Aber man sollte, ich meine, dass man sich rausgehen sollte und Leute umbringen, das sollte ja klar sein, würde ich jetzt mal behaupten. So, die haben wir auch komplett, gut, dann gehen wir die zweimal abgeben. Ja, aber ich kann nicht auf der einen Seite, ich kann nicht auf der einen Seite meine Familie verprügeln, ja, und dann gehe ich in die Kirche und beichte und dann komme ich ins Paradies. Ist für mich irgendwie zweifelhaft, möchte ich mal so sagen. Ja. Man sollte dahin gehen, dass man seine Familie eben nicht verprügelt. Und ich meine, ich kann ehrlich gesagt ganz gut damit leben, dass ich keinen verprügel, außer er greift mich an. Ja, dass ich keinen verprügel und nicht beichten gehe, ist mir lieber, als wenn ich jemanden verprügel und dafür beichten gehe. Und da muss die Kirche leider, so leid es mir tut, damit leben, dass ich eben so bin. Beziehungsweise, gut, die Kirche wird es nicht sonderlich interessieren. Dafür habe ich auch keine Ministranten unterm Rock. So. Na, Kirche, Skandal, Inquisition, Palim, Palim. Ich finde es sowieso lustig. Irgendwann hat mal irgendjemand die Bibel geschrieben. Ja? Niemand weiß es genau, wer es war. Und Milliarden Menschen halten sich dran. Wahnsinn. Wenn man es so sieht, na gut, okay, die katholische Kirche kann man jetzt nicht unbedingt als Sekte bezeichnen, denn die verfolgt ihre Mitglieder nicht, wenn sie austreten oder so. Na, das muss man schon fairerweise sagen. Aber ich würde sagen, meine Religion ist gesunder Menschenverstand. Ja, und eben versuchen, anständig zu leben, einigermaßen anständig. Niemanden wirklich schaden, ja, niemanden verletzen, der einen nicht verletzt hat. Ich meine, ich würde nicht sagen, dass ich mich nicht prügeln würde. Das würde ich nicht sagen. Aber ich würde mich nicht von mir aus prügeln. Sagen wir es mal so. Ja. Natürlich, wenn mich jemand angreift, will ich mich verteidigen, selbstverständlich. Und dann wird auch sein Kiefer ein bisschen tiefer hängen. Ja, das ist logisch. Aber so von mir aus, dass ich jetzt draußen auf irgendjemand losgehe oder einen anpöbel oder so, nö, wird nicht passieren. Der einzige Fall, wo sowas passieren könnte, wäre, wenn ich sehe, wie jemand ein Kind oder ein Tier misshandelt. Ja, Tierquälerei kann ich überhaupt nicht mit. Wenn ich sowas sehen würde, dann würde ich auf jemanden losgehen, ohne dass der mir was davor getan hat. Ja. Aber so aus Juxendollerei, nö. Ach Gott, ich schicke das Zeug an Todesengel. Mir verstopft es einfach nur das Inventar. So. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tue, das füge auch keinem anderen zu. Halten sich nur leider wenig Leute dran. Ich habe mal gehört ich weiß gar nicht, wo es war.
Wo war's denn? Kanada sogar? Kanada gibt's, glaube ich, also korrigiert mich, wenn ich was Falsches erzähle. Ich glaube, es war in Kanada. Da schließen sie ihre Türen nicht ab. Ihre Wohnungstüren. Könnte aber auch in einem nordeuropäischen Land sein. Ich weiß es nicht mehr genau. Könnte auch Norwegen sein. Aber ich glaube, es war Kanada. Ja, schließen sie ihre Türen nicht ab und da wird nie jemand reingehen und irgendwas klauen. Ja, ich finde sowas absolut toll. Ich finde sowas bemerkenswert. Ja, wenn man sich nicht, wenn man keine Angst haben muss, ja, auf der Straße draußen spazieren gehen und muss keine Angst haben, dass einem irgendjemand ein Messer in den Rücken rammt. Ja, fände ich gut. Das, ach, ich romantisiere schon mal. Es ist gerade erst hier, oh komm, Alter, 17:06 ist noch viel zu früh, um hier romantische Anwandlung zu bekommen. Geht doch gar nicht. Nur abends machen. Also, was reden wir denn? Keine romantischen Anwandlungen. Okay, ich hab bei Dingens. So. Krieg ich jetzt ja jedes Mal. Ach ne, verrät einen eigenen rein. Okay, nur einmal, genau. Blaues Fragezeichen, da kann ich jetzt immer Dinge abgeben. Blut, Steine. Da, Blutsplitter. Und bekomme dann Buffs dafür hier. Kraft, Stärke um 10. Juhu, bisschen stärker brauchen wir nicht, aber. Nee, irgendwas Sinnvolles. Geist, komm. Willenskraft, ja, Willenskraft können wir gebrauchen, seht ihr. Gut, schau schon. Mein stehen geblieben. Achso, ja, bei Katja Riemann habe ich gesehen, eben in YouTube, wo sie bei Das auf dem Sofa gesessen ist. Ja, nee, bei der kriege ich keine romantischen Anwandlungen. Das ist, oh Mann, eine. Gute Schauspielerin, aber eine furchtbare Person. Wirklich eine furchtbare Person. Sowas von. Also, müsst ihr euch vielleicht mal angucken bei YouTube. Mal nach Katja Riemann suchen. Und dann da, na, wo sie bei Das auf dem Sofa war. Das ist so arrogant, so überheblich, so. Oh, nee. Wäre sie jung, würde man Rotzgöre sagen. Ja. Das ist. Ah, nee, 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 nee. Na, da bekomme ich keine romantischen Anwandlungen. Das ist ganz gut. Hat die den Reporter auflaufen lassen, den armen Kerl? Also, so versuchten Auflauf, sich dumm gestellt. Ich habe die Frage überhaupt nicht verstanden. Und da haben sie einen Bericht gebracht, aus welchem Ort sie kommen, und haben ein paar Kinderfotos von ihr gezeigt gehabt, in Schwarz-Weiß und so. Hat sie auch so total. Das ist aber sehr persönlich und bla bla bla. Und oh nee, gute Frau, wenn dir alles zu persönlich ist, dann werd nicht Schauspielerin, dann werd Nonne oder so. Liebe Frau Riemann, Sie müssen verstehen, dass Sie eine Person des öffentlichen Lebens sind durch Ihre Schauspielerei. Und da muss man mit sowas leben, dass auch mal ein Filmchen gezeigt wird, wo man herkommt und mal ein Bild gezeigt wird. Das ist mir zu persönlich. Leute, 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 die. Ne. So. Und Donner. Ich weiß, ich weiß. Drei Ausdauer, drei Intelligenz. 4000. Juhu. Vier Ausdauer, vier Intelligenz. Oh. Habe ich das Richtige? Drei Ausdauer, drei Intelligenz. Trotzdem eine Ausdauer mehr. Also anlegen. Und den verkaufen. So. Okay. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wollen wir gleich mal gucken, wo wir da hin müssen.